Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Age of Empires 3, The Asian Dynasties. Heute mal wieder aus der Sicht des Profis. Das Noob-Gameplay ist vorbei. Guten Tag zu Dero kommentiert. Und zwar. Okay, ich lasse das mal so stehen. Jokes aside. Ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine hier, sondern ich habe mir natürlich den Reiz in Java-Heizung eingepackt. Ach, Das jetzt auf Ding. einmal wieder reizend. Aufreizend, ja. Schön aussehen tust du, aber das muss man dir lassen. Nein, No. nicht mal das. So. So, back to base, back to topic. Wir hatten eigentlich was du erzählen wolltest, also hau mal los. Ja, genau, sorry. Man hat mich unterbrochen, beziehungsweise ich habe mich selbst unterbrochen. Ich bin hier heute mit Osmanen am Schlüssel. Das ist vielleicht eine etwas ungewohnte Angelegenheit und ich würde euch auch damit dazu durchaus zustimmen, dass das eine etwas ungewohnte Angelegenheit für mich ist. Und die Idee ist, dass ich euch heute so ein bisschen das Osmanen-Gameplay näher bringe. Ja, deswegen auch aus seiner Sicht, deswegen wird hier bei mir gerade auch schon der Handelsposten gebaut. Den ich einfach mal Ich ganz bin. dreister wegstiehle. Das andere ist, ich habe halt 100 Holz mehr gekriegt, deswegen hacke ich gerade einfach wirklich nochmal 100 Holz. Ich bin so greedy und baue den zweiten Marktplatz dann direkt mit dem Holz, was ich Zweiten noch. Marktplatz. Den zweiten Handels. Zweiten Handelsposten. Im Übrigen, ich bin mit Briten am Start, weil wir das Gefühl haben, die ergänzen sich ganz gut mit Osman. Und warum willst du jetzt bestimmt in einem Riesenmonolog erstmal niederbrechen? Dinkeschön, Dankeschön. Richtig, das möchte ich gerne tun. Und zwar ist die Überlegung, die wir so ein bisschen haben, die, dass Osmanen sich im 2 vs. 2 ziemlich anders spielen, als sie das im 1 vs. 1 tun. Beziehungsweise, um ganz genau zu sein, sie sind im 2 vs. 2 unserer Meinung nach ein relativ schwaches Volk, das nur sehr situativ stark sein kann, aber im Großen und Ganzen eben halt sehr anfällig ist. Und dementsprechend vielleicht nicht unbedingt das Volk ist, was wir jetzt so auf die Top-5-Liste der stärksten Völker im 2 vs. 2 setzen würden. Sie haben aber einen starken Kniff. Und dieser eine starke Kniff, der nennt sich Bronzehaubitzen. Ihr kennt das, die sind auch schon ein paar Mal von uns gespielt worden. Und die Bronzehaubitzen, die sind als Einheit einfach unglaublich stark. Und der einzige Balance-Faktor, den diese Einheit hat, ist der, dass sie eben halt nur von den Osmanen gebaut werden können, die halt einfach eben eine furchtbar schlechte Wirtschaft zum Ausgleich haben. Unserer Meinung nach ist das auch die einzig valide Strategie, die man mit Osmanen im 2 vs. 2 fahren kann, weil alles andere können andere Völker besser. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie einen Buben versucht zum Beispiel, dann werden andere Völker das immer besser hinkriegen. Und auf Musketiere zu gehen, beziehungsweise im Fall von den Osmanen auf Janitscharen, ist halt ehrlicherweise auch nicht so das Mittel der Wahl, weil das wird, wie gesagt, ein Brite oder ein Japaner halt immer besser hinbekommen. Deswegen bleibt ehrlicherweise halt mit denen nur noch eine Strategie. Und diese eine Strategie, die ist halt, dass man selbst auf Bronzehaubitzen geht und dann einen Mate hat, der einem als Unterstützung dazu Musketiere hinstellt, damit man was gegen Kaff hat. Und die werden wir in diesem Spiel auch kriegen, weil wir haben ja jetzt als Gegner Franzosen und Inder. Das heißt also, die. Warte mal, was klaut er denn da gerade? Oder was kann ich denn da gerade klauen? Einen Schatz mit 80 Nahrung. Vielen Dank. Den nehme ich gerade nochmal mit. Da sagt man auf jeden Fall nicht nein. Richtig, genau. So. Hat mich so gefreut, dass ich jetzt glatt meinen Agent vergessen habe. Da freut man sich auch. Auf jeden Fall. So, das Hauptproblem ist, ich müsste da oben dringend mal meine Herden spotten, aber also du hast ja diese große hier schon zu dir getrieben, was an sich ja völlig legitim ist, aber deswegen müsste ich mir Ich jetzt. laufe da jetzt mit meinem Kundschafter darüber und spotte dir die. Kannst du hier unten einmal kurz spotten, weil da muss noch irgendwo eine sein. Ja, ich laufe da lang. Okay, da ist zumindest schon mal eine. Anyway, also, die Idee mit den Osmanen ist die. Man versucht natürlich, also möglichst schnell zu agen. Das habe ich in diesem Fall jetzt einfach nicht geschafft, weil ich den zweiten Handelsposten noch gebaut habe. Da war ich ein bisschen greedy. Dann, wie gesagt, das Holz, was man am Anfang mit Osmanen mehr bekommt, eben in Handelsposten zu investieren. Diese Handelsposten dann im zweiten möglichst schnell eben aufzurüsten, sodass man, hier ist übrigens noch eine Herde tatsächlich, sodass man die Möglichkeit hat, in diesen Handelsposten sich auch Rohstoffe schicken zu lassen. Und dann gibt es bei den Osmanen eine wunderschöne Heimatstadtladung, die sich nennt Seidenstraße, die sowohl den Inhalt von Kisten erhöht, als auch den Inhalt von. Kannst du hier vor meiner Basis nochmal langlaufen? Also, da muss auch irgendwo eine Herde sein, verdammte Scheiße. Ja, im letzten Spiel war es bei mir auch, die nächste war auch hier oben. Da war es aber immerhin eine Büffelherde. Hier Fuck. vorne ist noch eine kleine. Na, immerhin, dann geht der nächste Siedler mal da hoch und holt die sich. Und dass man dann eben, also mit, das ist übrigens eine Teamkarte, das heißt also auch die Verbündeten bekommen in ihren Rohstoffkisten dann mehr Ressourcen, was sehr, sehr angenehm ist. Und dass man dann eben mit diesen Ressourcen, die man eben aus dem Handelsposten bekommt und daraus, dass eben die
Ressourcenkisten ein bisschen ergiebiger sind, kann man dann eben hoffentlich, so Gott denn will, dem Gegner trotzdem einigermaßen die Stirn bieten, obwohl die eigentliche Wirtschaft von den Osmanen furchtbar schlecht ist. Das habe ich auch schon mal besser erklärt, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das heute versuche zu erklären, aber irgendwie ist es bisher uns leider nicht gelungen, irgendwie ein schönes, aussagekräftiges Spiel zu finden mit Osmanen. Also wir haben bisher leider irgendwie immer nur Spiele gehabt, die dann sehr, sehr eindeutig ausgegangen sind und dementsprechend irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie nicht so anschaulich waren. Ja. Aber das ist so ein bisschen die Krux, wenn man eine Taktik versucht zu erklären, die man nur theoretisch beherrscht, aber praktisch definitiv nicht. Aber ja, so ist es Leben. Wir versuchen ja trotzdem für euch irgendwie ein bisschen Unterhaltungswert und Abwechslung zu bieten und um das eben zu tun, hier heute Osmanen-Play, bitte sehr. Ja, ansonsten, wir spielen ja gegen Portugiesen und Briten. Das sind beides Völker, die auch echt gut boomen können, aber natürlich beides auch Völker, die jetzt nicht unbedingt so den stärksten Rush hinlegen, erfahrungsgemäß. Genau, und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir haben, dass wir uns eben genau das zunutze machen können, dass wir eben halt die stärkeren Rush-Völker halt doch haben. Und also soll ich mal noch als zweites einen Stall bauen statt einer Kaserne, um selber harrison können, zu können? Ja, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber also natürlich gerne schon prima den Fokus auf Musketiere, weil also der Franzose... Okay, da unten ist schon... Ach Quatsch, wir spielen doch gar nicht mehr gegen... Nee, wir spielen gegen Inder und... anderes, ja. Aber trotzdem finde ich das mit dem Stall nicht verkehrt, um auf deine Frage nochmal einzugehen. Ja, komm, das rote Vor habe ich wie gesagt schon gespottet. Ja, beziehungsweise es dich. Ist korrekt, ja. Spotten und gespottet werden oder so. Genau, so. Aber also die Idee ist natürlich eben halt dadurch, dass wir Frühdruck machen, den Gegner so einzuschränken, ressourcentechnisch, dass eben diese grauenvoll schlechte Osmanenwirtschaft nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Ach, das ist kacke. Da geht der erste Handelsposten schon flöten. Schade eigentlich. Den hätte ich gerne behalten, wenn es irgendwie geht. Wollen wir irgendwie mal in die Richtung uns bewegen? Hab die ersten 5 Bronzehaubitzen da. Du hast da deine Leute. Kannst du mich dann mal auf dem Weg abholen? Oh, ich krieg hier unten Kraft gerade. Ich kann gerade nichts. Ich muss meine Siedler retten. Ja, dann, aber du läufst ja trotzdem in die richtige Richtung. Das andere ist, wenn du da Kaff kriegst, das ist ein echtes Problem. Die muss sterben, weil also meine Siedler da oben sind momentan total schutzlos und ich kann dagegen auch herzlich wenig machen im Moment, weil... Ja, wie du siehst, bin ich jetzt aber dran. Ja, aber die kommen trotzdem weg und das ist ein Riesenproblem, weil ich kann meine Siedler hier oben halt absolut nicht schützen. Das ist jetzt richtig problematisch. Igitt. So, Dölle. Ein Haus bräuchte ich nochmal und hier ist gerade die Verbesserung für die Handelsroute am Laufen. Ach, ich bin auch gar nicht überfordert hier gerade. okay, so, jetzt müssen wir trotzdem da mal Richtung Handelsposten pushen, weil da stehen immer noch die ganzen Inder und warten auf besser Wetter und das muss ja eigentlich nicht sein, oder? Ja, bin am Laufen. Ich habe jetzt auch Kaff im Bau. Gute Sache, das. Gucken, ob es funktioniert, wenn ich hier selber versuche, ein bisschen zu harrison. Viel Glück. Klar, wünsche ich mir auch. Und viel Segen und so. Auf all deinen Wegen. Genau. Und zum Geburtstag alles Gute. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht, wie hoch die Chancen sind, dass da jetzt konkret Einheiten gleich stehen. Nee, ich habe gehofft, ja doch, da steht zumindest noch der Typ, der will da jetzt gerade den Handelsposten bauen. Den kann man zumindest ja mal abknallen auf dem Weg. Ja, und ansonsten... Wenn aufs rote Vorpushen macht halt keinen Sinn. Nein, ich würde rechts dran vorbeilaufen und hier gucken, ob wir da ein paar Einheiten oder Siedler kriegen. Ja, okay, dann schicke ich aber meine Kaff gerade mal genau in die andere Richtung. Ja, okay, dann, na gut, dann schick lieber die Kaff dahin, das ist effizienter. Die verbunkern sich übrigens, der Dingens baut schon einen Wall. Oh ja, ich sehe es gerade durch die Handelsroute, stimmt. Pick noch eben meinen Kundschafter auf. Ja, dann lass uns eventuell doch mal Richtung Rotes vorlaufen, oder? Da werden halt alle Einheiten von denen stehen. Ja, aber gucken, ob wir da... also mit den Reitern kannst du ja trotzdem ein bisschen harrison gehen, da bin ich großer Fan von.
So, ich habe jetzt gleich auch endlich das Holz, um den nächsten Handelsposten zu bauen. Nicht den nächsten Handelsposten, das nächste Haus. Gut, pushen wir aufs rote Fort, oder? Ja, Moment. Ist der Kundschafter von denen? Da hinten. Ja, die bunkern sich hier richtig direkt hart ein. Siehst du das? Ja. Ja, ich sehe es. Ja, also der Franzose wird einen Fast Fortress versuchen. Beziehungsweise einen Semi-Fast Fortress. Der hat jetzt seine 5 Husaren gebaut und dann wird er jetzt agen. Ja, ist richtig. Gut, ich versuche mal aufs Rote vorzukommen. Ja, was aber in anderen Worten heißt, dass eigentlich momentan nur der Inder wirklich Einheiten hat. Warum ist Kaff? Ja, ich sehe das. Da hinten kommt auch Kaff. Ja. Also wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir keine Scheiße bauen, wenn es irgendwie geht. Okay, da oben sind massig indische Einheiten. Ja, wir kämpfen hier unter dem Roten vor, wir müssen da raus, wir lassen uns davon komplett aufrauchen. Ja, ich will das Ding abreißen, verdammte Hacke, wobei da das kommt zu viel Kraft, das ist kein Semi-FF. Okay, gut, dann nicht. Dann eher so nicht so, ja. Dann gehen wir jetzt. Ich gehe aber nur unter Protest. Das brauchen wir noch. Ja, jetzt die Frage, was machen wir? Also, wir können ja eigentlich nicht zulassen, dass sie sich da jetzt schön hochtecken, oder sehe ich das falsch? Siehst du absolut richtig. Prinzipiell. Freut mich, dass du mir recht gibst, aber das löst ja unser Problem nicht so richtig, oder? Also, ich werde jetzt erstmal natürlich irgendwie weiter marschieren mit meinem Kundschafter und mir den zweiten Handelsposten wiederholen. Hast du mit deiner Kaff irgendwas gefunden? Einen Siedler habe ich bekommen. Dann reit doch mal auf die andere Seite. Ja, ich bin schon hier oben. Ah ja, ich sehe das. Gut, gut. Dann lass uns irgendwie mal um das Rote Fort rumlaufen. Also hier rumzustehen und auf besser Wetter zu warten, hilft uns ja auch gerade gar nichts, oder? Also da kriege ich auf jeden Fall mindestens einen Siedler. Die Uhr tickt. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber Toruktan ist auch ein Zuschauer. Liebe Grüße an der Stelle. Ach ja, stimmt. Guter Hinweis. Komm mal bitte mit deinen Musketieren. Bro, wo rennst du hin mit deinen Musketieren? Komm mal bitte mit, das ist gerade richtig gefährlich. Fuck, ja, sorry. Was tut es? Einmal bräuchte ich jetzt hier Holz aus dem Handelsposten, bitte, danke. Okay, Vorsicht, wir haben da jede Menge Kaff. Scheiße. Dann mal Rückzug. Und mittlerweile ist der Franzose auch im dritten. Also wir müssen jetzt irgendwie demnächst mal irgendwas tun hier. Sonst wird das Ganze potenziell ziemlich gefährlich hier jetzt gleich. Also wir müssen jetzt mal auf die Basis von denen pushen, sonst brauchen wir es nicht mehr zu machen. Irgendwie ein bisschen entscheidenden Kampf müssen. Okay, der Inder kommt jetzt gerade hierher. Die kommen jetzt alle dahin und wollen den Handelsposten wieder abreißen. Ja. Vielleicht kriegen wir da mal unsere Entscheidungsschlacht. Der ist mit seiner Kraft dahin geritten. Also der wird jetzt da gleich auftauchen mit seiner Kraft. Du kannst die Leute schon mal wegziehen. Schießen, schießen, schießen mit deinen Musketieren bitte. Ja, schade, er hat mich wieder gespottet. So, aber immerhin deine Siedler leben noch. Vorsicht, da kommt der ganze Kavallerie-Blob. Ja. Und er steht da gerade echt ungünstig. Ja, scheiße. Ich verliere da jetzt massig Siedler. Ja, yeah, ich hab dich ja gewarnt, aber ja, nur irgendwo muss ich halt sammeln. Ja, aber dann hätten wir also wahrscheinlich tendenziell lieber die Einheiten zurückziehen sollen und möglich, ja, ich habe da jetzt 10 Siedler auf jeden Fall verloren. Und ich habe jetzt da oben Goons gegen meine Husaren stehen. Ja, wie gesagt, wir können jetzt halt nicht ewig warten. Wir müssen jetzt entweder pushen oder wir lassen es bleiben. Ja, wir müssen jetzt mal pushen. Also es hilft nichts. Die Raids hier, die schlachten meine Siedler komplett. Ja, sehe ich halt ähnlich. Wo pushen wir hin? Also ich stehe jetzt gerade mit allen Einheiten hier. Ja, ich stehe mal noch hier oben, oberhalb vom Handelsposten. Lass uns nochmal versuchen, auf das Rote Fort zu pushen. Das kriegen wir noch nie im Leben weg jetzt. Wenn es aufgerüstet ist. Lass uns am Roten Fort vorbei pushen, dann auf die gelbe Basis. Auf die gelbe? Ja, den Inder kriegen wir nicht. Okay. Behaupte ich mal. Also vor allem, da waren wir jetzt schon ein paar Mal, damit rechnen sie halt. Auge.
Da oben ist ja die komplette Kaff. Da könnte ich jetzt versuchen abzufangen mit meinen Musketieren, aber... Ja, dann versuch's. Du kriegst ja zumindest ein paar Kaff-Leute, die laufen ja nämlich gerade richtig in die Arme. Feuer, 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 beziehungsweise möglichst Nahkampf. So, oh, ich habe mittlerweile auch 30 Bronzehaubitzen hier, also... Ja, dann Abmarsch. Ja. Wir müssen sie halt einmal bei dem sinnvollen Kampf stellen. Das ist halt die einzige Chance, die wir haben jetzt momentan. Und wenn wir dann halt tatsächlich mal irgendwie sowas wie Map Control haben, dann können wir über den Rest reden, aber... Okay, da kommt die Kaff. Das waren nochmal zwei Husaren für Lau. Drei. Die rennen uns gerade so nett ins Verderben hier die ganze Zeit. Da kommen noch mehr. Das waren gerade 10 Husaren insgesamt für Lau. Da kommen dir noch ein paar Coureurs de Bois hinterhergelaufen. Ja. Und Vorsicht, da oben sind jede Menge Coureure. Da hast du gerade auch deine Kaff stehen, also Randa. Ja, muss mit deinen, auf dem Weg. Wir können auch mit den anderen Units noch dahinterherlaufen, dass wir die da abfangen. Lass uns mal so schräg nach oben laufen. Hier unten kommen gerade die ganzen Goons von hinten, pass auf. Da müssen wir jetzt gleich mit deinem Bronzehaubitzen mal richtig Schaden machen. Ja, passt schon, aber lass uns trotzdem versuchen, dass wir da oben die, die Kaff abgefangen kriegen. Die Cura de Bois abgefangen kriegen. Ich weiß nicht, wo die jetzt gleich hinrennen werden, aber... ja genau, die laufen jetzt nämlich jetzt genau in die Arme. Da kommen jetzt gerade die ganzen Goons. Das ist aber okay, ich habe da oben einen Außenposten stehen. Aber kommen die restlichen Husaren? Die laufen ganz an der, Seite lang. Du läufst ineffizient. Da kommt... Alter! Kommen jetzt Rotröcke. Was? Rotröcke? Ja, vom Inder, die kann er sich ja schicken lassen. Achso. Du kämpfst da unten im Nahkampf gegen Goons? Ja, was soll ich machen? Die wollen ja im Nahkampf gegen mich, aber du kannst dich da selber mal mit deinen Husaren da reinwerfen. Aber okay, wir haben da oben alle Siedler geschlachtet. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Hier sind zwei Kanonen, da sind gerade nämlich zwei irgendwie ein paar Bronzehaubitzen von innen. Wir haben hier halt noch so eine Delegation von Units. Sicher mal hier, versuch mal deine Mine so ein bisschen zu sichern. Ich schicke da gerade Einheiten hin. Ja, guter Punkt, danke. Lass uns jetzt bitte mal ein bisschen auf die Basis hier pushen, sonst haben wir gleich ein Problem. Ja. Okay, du hast da gerade die Gurkhas stehen, drauf da. Ja, ich bin gerade dabei, die... Der kommt ja gerade mit der kompletten restlichen Armee. Ja, aber da haben wir auch gerade schon wieder einen ziemlich guten Deal gemacht. Da sind die Kanonen. Ja, die Kanonen sind... Ich schlachte die Sepoys, die hier gerade kommen. Kanonen sind tot. Okay, dann nevermind, ich schlachte die Kavallerie, die da gerade kommt. Ja. Ja. Jetzt muss man nur aufpassen, dass ich mir halt nicht komplett meine Einheiten hier oben irgendwie rein waste. Ja. Jetzt baut er da auch noch Plinkler. Okay. Soll er mal. Die Mine da ist abgesammelt. Danke, guter Punkt. Da hast du noch ein paar Husaren stehen an der Seite. Ah, fuck, ich hab die komplette Kafta und die Sepoys im Nahkampf. Ja, wir haben die gerade in der Situation erwischt, wo der eine am Agent war. Das ist gerade ganz gut gewesen. Gucken wir mal, ob wir die da jetzt auch zusammengeschossen kriegen. Bisher sieht's ja ganz gut aus. Ich habe jetzt auch. Kannst du eventuell mal einen Husaren hier unten vorbeischicken? Ich bräuchte den Handelsposten eigentlich echt für meine Eco. Selam, Emrin. Ach fuck, meine Mine ist aufgebraucht, deswegen kriege ich keine Ressourcen mehr. Pass auf, da hinten kämpfen so ein paar von deinen Musketieren gegen Dingens. Du musst aufpassen, dass du ein paar Musketiere am Leben hältst, sonst wird das... Hier unten die Sepoys, die kriege ich ja so weg, das ist kein Thema. Okay, da kommen wieder drei Kürassiere, fünf... Okay, wir müssen jetzt aber auch nochmal ein paar Siedler irgendwie killen. Also wir haben von den Franzosen halt schon einiges erwischt, auch unten oben in der Basis nochmal. Ja, lass uns hier einmal durchpushen. Momentan haben wir die absolute Map-Überlegenheit. Wenn wir jetzt ein paar Siedler kriegen, dann ist gut, aber...
Ist klar. Wir können hier nicht auf besser Wetter warten, behaupte ich jetzt einfach mal. Ohne es genau zu wissen. Ich habe vor allem richtig Angst, dass die nochmal Raids zu uns losschicken. Da haben sie momentan aber nicht die Kapazität für. Hier oben sind Siedler. Da habe ich zumindest nochmal zwei Siedler gekriegt. Können wir hier unten das Wunder mal abreißen? Das bringt ihm zwar nicht so viel, wenn er die Mansabda-Einheiten nicht baut, aber wenn er es nicht mehr hat, dann hat er es nicht mehr, ganz einfach. Bestechende Logik. Okay. Alter, ich krieg gerade Zero Gold. What the fuck? Ja, das ist natürlich bedauerlich. Das ist total bedauerlich. So, Wunder ist so gut wie weg. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wo die sammeln. Lass uns da vielleicht nochmal auf die Basis von dem Inder pushen. Okay, hier unten kommt jetzt, da kommt jede Menge Kaff. Vorsicht, Vorsicht, hier kommt Kaff, jede Menge Kaff, bitte einmal ja, da. Ja, bin schon auf dem Weg. Okay, die haben keine Lust. Und da hinten sind auch Mahouts gespawnt eben, das habe ich gesehen. Harte? Warte. Moment. Okay, okay, da sind unten sind gerade massig Einheiten. Hier von dem Inder sind hier massig Einheiten. Vorsicht, da kommt ein Mahout. Kannst du den Mahout vielleicht mal rausballern? Ja. Mahout ist schon Geschichte. Ich kümmere mich um den Rest von der Infanterie. Ich kriege hier aber halt einfach keinen Nachschub hoch. Der wird halt immer abgefangen, entweder vom Roten Vor oder von irgendwas anderem. Übrigens, hier sind jede Menge Siedler. Okay, gut. Lass uns mal. Ja, also das bringt nichts, was wir da gerade machen. Also lass uns gerade mal aus der Basis von dem Inder hier wieder rausziehen. Der hat gerade wieder komplett seine Truppen verloren. Das ist gut, aber es bringt uns gerade nichts, da weiter zu pushen, behaupte ich. Ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen. Da oben sind auch Siedler. Hier ist ein Dorfzentrum von den Franzosen, das können wir auf dem Weg vielleicht auch noch mitnehmen. Hier unten steht auch eine Burg. Die Siedler laufen uns voll in die Arme. Achtung, einmal... Ja, schade. Gemeinsam hätten wir die Easy besiegt. Ach, der Dude hat aufgegeben. Ah ja. Der Inner hat aufgegeben. Ah, harte Kiste das. Die Siedler fliehen hier? Ja. Das Rote Vor vermute ich. Ah gut, wenn der Inder aufgegeben hat, dann ist das jetzt EGG. Also dann wird sich da jetzt auch nicht mehr was dran ändern, denke ich. Genau. Versuche jetzt mal endlich ins nächste zu kommen. Ich habe wirklich das Problem, dass ich... Okay, ich habe mir die ganze Zeit 700 Holz nicht schicken lassen. 700 Gold nicht schicken lassen. Vorsicht, da kommt die ganze Kaffarmee. Jo, hab's gesehen. Also wirklich viel Kaff, aber ich habe da auch immerhin... 45 Musketiere. Ja. Aufs Rote Vor, oder? Ja. Was Besseres fällt mir zumindest gerade nicht so richtig ein. Okay, da kommt die Kaff. Alter, meine Einheiten blocken sich alle gegenseitig. Leute, ihr sollt in den fucking Nahkampf gehen. Was soll denn das? Ich versuche als erstes mal die Kürassüre rauszuballern, wenn es irgendwie geht. Ja, ich meine, ich habe da jetzt gerade die Hälfte meiner Musketiere verloren. Mehr als die Hälfte. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass Toruktan recht hat. Also gemeinsam hätten sie uns auch locker besiegt. Das ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Aber vor allem gegen die Kürassüre kann ich da gerade echt wenig machen. Ja, die sind halt so furchtbar tanky. Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, was da oben noch? Okay. Jo, ja, es war auf jeden Fall ein bisschen vorschnell das Handtuch geworfen, aber ich glaube, ja gut, der Inder hatte eine bessere Wirtschaft als du. Wir haben vor allem von Toruktan halt einige Siedler erwischt. Ja, 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 ja. Also es wäre definitiv nicht safe gewesen, aber wir haben natürlich... Ja, wir haben also Toruktan da halt richtig fies abgerissen, 34 auf 17 Siedler runter. Also man sieht, ich habe hier auch nicht durch den Siedler gebaut, das ist auch nicht optimal gewesen. Ich meine, der Inder hatte halt kaum noch eine Armee. Wo hat der Inder gesammelt? Wo hatte der seine ganzen Siedler stehen? Hier hinten, ich war da doch. Warum habe ich die denn nicht gesehen? Ja,
Ja, das ist, glaube ich, einfach irgendwie ein bisschen Pech, wenn man halt gerade so an denen vorbeiläuft und. Ich meine, ich war da an der Burg dran, ich habe da ein oder zwei Siedler bekommen, aber ich meine, hauptsächlich sind es halt wirklich die Raids und wir haben ja von Toruktan da immer wirklich massig Siedler. Gut, ich habe von dem Inder auch ein paar Siedler bekommen, so ist nicht. Zwischenzeitlich habe ich den da 4 Siedler weggehauen. Ich meine, du hättest jetzt Toruktan halt fast überholt, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich meine, ich wäre jetzt auch ins nächste gegangen. Ich hatte jetzt gerade auch fast 3000 Ressourcen noch auf Tasche. Ungefähr 3000 Ressourcen noch auf Tasche. Hätte jetzt hier oben, hab ich ja noch Kaff gehabt, 5 Einheiten, mit denen hätte ich mir da oben noch die Siedler geholt. Also, da oben standen jetzt schon wieder 10 Siedler an der Mine, ne? Mehr sogar. Ja. Das wären halt die nächsten gewesen. So, was man aber, finde ich, in dem Spiel hier sehr, sehr gut gesehen hat, sind zwei verschiedene Dinge. Nämlich einerseits, wie verheerend Bronzehaubitzen gegen jede Form von Infanterie sind. Also, die hatten wirklich ja nur noch dann eine Chance, wenn sie sich jetzt beide auf Kavallerie konzentriert hätten. Was dann eben halt zu spät gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben. Weil jede Form von Infanterie, sowohl Gurkhas, als auch Sepoys, als auch Plänkler, als auch Urumi, stirbt halt einfach gegen Bronzehaubitzen. Punkt. Full stop. Ja. Das Problem ist, was man hier eben sehr, sehr eindrucksvoll gesehen hat, ist eben, wie anfällig sie eben halt auch gegen Kaff sind und wie häufig ich hier eben nicht auf Infanterie geschossen hatte, weil sich mir überhaupt keine Infanterie geboten hat, sondern wie häufig ich eben halt auf Kavallerie geballert habe. Aber also man sieht hier sehr schön beispielsweise, was der Inder eben halt an Kills gemacht hat, und das ist praktisch nichts. Also obwohl er halt extrem starke Infanterie hatte, also die indische Infanterie, das ist ja keine billige Infanterie. Gerade, ich habe zwischendurch dagegen die Kavallerie-Raids von Toruk dann auch einmal richtig brutal kassiert, ne? Also Bevölkerung und Dorfbewohner bin ich auch einmal von 46 gedroppt auf 37, 36. Naja, ich sehe das. Das ist die eine Szene, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir in die Offensive gehen, sonst passiert da nichts mehr. Ja, das war halt die Szene, als die. Ich habe halt in der Nähe meiner Basis sogar gesammelt, aber der ist halt mit 30 Husaren da angekommen. Ja. So, und ich hatte halt meine Musketiere woanders, da machst du halt nichts. Ich meine, das ist der Vorteil, wenn man im vierten, wenn man im dritten ist, man kann halt Guns zur Abwehr bauen. Ja. Aber das hätte ich halt nicht mehr gehalten bekommen. Aber es war eine schöne Runde und es war definitiv kein Easy Game. Es war ein knappes Spiel. Die haben uns am Anfang mit den Raids schon ziemlich auf Abstand gehalten. Und gerade das rote Vor von den Innern ist natürlich auch eine gute Def gegen die Bronzehaubitzen, weil die man halt kann einfach halt keinen Belagerungsangriff machen. Ja. Genau, so. Und selbst meine Musketiere, die machen zumindest noch ein bisschen mehr, aber halt auch nicht viel mehr, und dann steht man da gegen so ein rotes Fort schon ziemlich ungünstig, wenn dann gleichzeitig so ein Inder irgendwie Gurkhas und so baut und uns auf Distanz raussnapshottet und der Franzose mit Kavallerie abwehrt. Ja, so, aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also was man, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll gesehen hat, ist A, die Osmanenwirtschaft ist scheiße, ich habe die meiste Zeit einen oder zwei Handelsposten gehalten, ich habe nicht einen Siedler verloren in dem Spiel, ich habe sogar noch eben das Upgrade gemacht, dass ich Siedler schneller baue, zugegeben auch nur das erste davon, ich hätte noch ein paar mehr davon bauen können, ich habe ja viel Holz gehabt. Ich habe das jetzt einfach nur koordinationstechnisch nicht mehr hingekriegt, weil es irgendwie so viele andere Dinge zu tun gab. Du standst auch zwischenzeitlich ewig lang auf 20 Siedlern, ne? Ja, das lag daran, dass ich halt ewig lange irgendwie keine Häuser gebaut habe, weil ich kein Holz hatte, weil da unten Handelsposten die ganze Zeit auf Gold stand. Das war auch ein bisschen Schwachsinn, aber ja. Also da waren ja wirklich zwischendurch hier irgendwie die 3 Minuten oder so, wo kein Siedler gebaut wurde. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall natürlich irgendwie verbesserungswürdig, also ich will auch mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, dass ich mit Osmanen auch nur ansatzweise gut spielen kann, es geht eigentlich nur so ein bisschen um den Proof of Concept, um euch zu verdeutlichen, wie man sie spielen könnte im 2 vs. 2. Und was man, finde ich, jetzt hier halt auch wiederum sehr eindrücklich gesehen hat, ist also, wenn man halt gegen eine Armee kämpft, die im Großen und Ganzen aus Infanterie besteht und dann einmal da durchbricht, wie wir das jetzt eben getan haben, wo wir einmal eben die Armee von dem Inder zum Kampf gestellt haben und eben halt dann noch die Plaplänkler abgemurkst haben, die der Franzose zu dem Zeitpunkt da an Infanterie mit anzubieten hatte, dann ist man schon im ziemlichen Vorteil, weil also wenn man dann einmal irgendwie so einen Death-Blob aus irgendwie 20, 30 Bronzehaubitzen angesammelt hat, dann ist der auch furchtbar schwer wieder wegzukriegen, selbst mit Husaren, weil eben halt die Husaren auch relativ schnell aus den Latschen gehauen werden, wenn man die mit Bronzehaubitzen Fokus feuert. Also wir haben da ja vorhin diese Szene gehabt, wo die sich an diesem Handelsposten, an dem Indianerposten hier zurückgezogen haben, wo halt der Franzose einiges an seiner Armeestärke auch einfach verloren hat, ohne irgendetwas dafür zurückzukriegen. Der ist von 61 Einheiten gedroppt auf 44, also hat 15 Militärbevölkerung verloren und wir haben in der Zeit nicht eine einzige Einheit verloren. Ja, das stimmt. So, und das ist halt einfach der große Vorteil, den man eben hat mit so einem Death Ball aus Bronzehaubitzen. Aber da muss man halt eben auch erstens erstmal hinkommen und zweitens, also ich habe die ganze Zeit auch gezittert vor Cavalry Raids. Wir haben zum Glück die Gegner zu beschäftigt gehalten, als dass sie das wirklich geschafft hätten. Naja, also ich wurde schon ganz gut geraidet. Ja, aber es war halt eben auch nur ein Raid. Ja? Und der war zwar in der Situation leider ausgesprochen verheerend, aber es war wirklich halt auch nur einer.
So, ne? Und es war nicht so, dass wir die ganze Zeit von A nach B gerannt wären. Und das ist aber halt der unglaublich wunde Punkt der Osmanen, weil wenn die einmal halt ihre Wirtschaft verlieren, dann werden sie auch nie wieder herbekommen und dementsprechend sind sie dann halt einfach auch weg vom Fenster. Und dass das in diesem Fall nicht passiert ist, das hat uns hier den Sieg gebracht, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass Osmanen halt dadurch, dass sie eben so sehr situativ sind, weil eben halt die Wirtschaft so schlecht ist und man eben den Rush sehr schnell gewinnen muss, um das Spiel zu gewinnen, nicht das beste Volk im 2 vs. 2 sind, zumindest nicht, wenn wir sie spielen, weil wir eben schon tendenziell so ein bisschen techiger unterwegs sind und da sind Osmanen eben, glaube ich, einfach die falsche Wahl. Deswegen ja, da weiß ich nicht. Die halt schnell ein, die können halt nicht mithalten, wenn man taggt irgendwie. Also wenn man es im zweiten nicht zu Ende bringt, dann bringt man es auch nicht viel weiter meistens. Es sei denn, sie werden komplett in Ruhe gelassen, da kann man einen Fast Fortress versuchen. Doch manche Leute, die sagen, dass das eine valide Strategie ist, aber es ist halt super riskant, erst recht in einem 2 vs. 2. Ja, gab auf unserem Community-Discord dazu auch eine lange Diskussion, ob es sich lohnt, mit Osmanen in zwei, also in einem Spiel auf den Fast Fortress zu spekulieren und dann die Dorfzentren rauszubringen. Wir halten das für Schwachsinn persönlich, weil wir haben es auch mal in einem Spiel, das ja auf dem Kanal auch schon hochgeladen wurde, eindrücklich gezeigt, was passiert, wenn man in einem 20-Minuten-Treaty versucht, Osmanen wirtschaftlich zu spielen. Echt? Ist das auf dem Kanal gelandet? Ja, gedacht, ist es. Okay. Das habe ich vor kurzem online gestellt und ich habe mich nochmal königlich über dieses Spiel amüsiert. Aber stimmt, du meintest mal, du würdest es gerne mal versuchen. Ja, ich klingelt was. Naja. Genau, aber also jedenfalls, um diese doch irgendwie jetzt mittlerweile recht lange Nachbesprechung zu einem Ende zu bringen, ich glaube eben schon, dass man mit Osmanen im 2 gegen 2 ganz gut spielen kann und wenn man eben halt den Gegner irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil er damit rechnet, dass man zum Beispiel Janitscharen baut und dann mit den Bronzehaubitzen um die Ecke kommt, dann kann das schon echt eine fieses Erwachen sein. Aber man ist halt, finde ich persönlich, auch sehr, sehr festgelegt auf diese Strategie, weil eben, wie gesagt, auf Janitscharen zu gehen einfach keine wirklich sinnvolle Option ist. Weil dazu sind sie nicht stark genug und andere Völker machen das einfach besser. Und dann bleiben halt ehrlicherweise nur noch die Bronzehaubitzen und da der Gegner halt eben weiß, was kommt, besonders eben, wenn er den eigenen Spielstil kennt, wie das eben viele Zuschauer von uns ja tun, dann hat man eben ein großes Problem, weil man praktisch halt in dem Moment, wo man das Spiel startet, schon weiß, was der Gegner bauen wird und der Gegner das dann eben eiskalt ausnutzen kann. Ja, richtig. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Abmoderation, aber das ist in Ordnung. Wenn man mal was erklären möchte, macht das ja auch Sinn. Mal schauen, vielleicht ist ja noch dran geblieben. Aber an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns dann jetzt wirklich. Genau, habe eben nochmal kurz das Deck gezeigt, was ich hier benutzt habe. Wie gesagt, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass es ein gutes Osmanen-Deck ist, aber das ist ein Deck, mit dem ich im 2 vs. 2 zumindest eben ganz gut klarkomme. Also vielleicht könnt ihr euch da noch ein bisschen Inspiration holen. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei Toruktan fürs Mitspielen, der eben halt hier mit Fassung den Pessimismus seines Mitspielers getragen hat. Und, ja, absolut. Sehr schön gesagt. Genau. Wir sehen uns dann auf jeden Fall auch in zukünftigen Videos. Jo. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.